Hallo Freunde, Küchentipp Nummer 5. Wie pochiere ich Eier? Kann man eine ganze Menge falsch machen, aber es ist nicht schwer. Man kann auch alles richtig machen. Zuerst bringt man Wasser zum Sieden und gibt hier großzügig Essig hinein. Dieser Essig bindet nachher das Eiweiß. Fehler wäre jetzt Salz ran zu machen, weil Salz macht genau das Gegenteil. Jetzt gehe ich hier mit der Hitze runter. Schlage mir ein Ei auf. So, und versuche jetzt hier mit dem Schneebesen so eine Art Strudel zu erzeugen. Habe jetzt natürlich bei meinem Ei ausgerechnet für diesen Versuch Zwillinge erwischt. Aber ich versuche das mal. So, und wenn der Strudel richtig in der Mitte ein Zentrum hat, gebe ich die Eier hinein. So, und je nach Grad, wie man das Ei haben möchte, ob weich oder mittelweich oder eben auch hart, lässt man es hier 3-4 Minuten drin simmern. Nicht kochen, sondern simmern. Und ja, so macht man pochierte Eier.